Eine neue Woche, ein neues Glück. Schön, dass ihr eingeschaltet, wenn es heisst, auf den Punkt mit mir, Jeffrey Verputzi. Mohrenkopf darfst du nicht mehr sagen, das Zigeunerschnitzel kannst du nie mehr bestellen. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, kannst du auch nicht mehr spielen in der Schule. Irgendetwas läuft falsch. Jetzt wollen wir einen Gesetzesartikel erweitern im Gesetz. Das bedeutet, Redefreiheit wird eingeschränkt. Was ich davon halte, gehört ihr, wenn ihr dranbleibt. Ich mag verdammen, was du sagst, doch werde ich mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst. Das wunderschöne Zitat stammt vom französischen Philosoph Voltaire. Der Satz schreit nach Freiheit, nach Redefreiheit, ein Miteinander. Doch unsere Gesellschaft geht in eine bedenkliche Richtung. Kennt ihr das Geschichtli schon von dem armen Eskimo? Tun wir neu verfassen. Kennt ihr das Geschichtli schon von dem armen Inuk? Das ist die Richtung von unserer Gesellschaft. Man sucht, wo wird man diskriminiert, wer wird diskriminiert. Man kämpft gegen alles an. Vielleicht, weil wir auch ein bisschen zu viel Zeit haben oder so es sehr gut geht. Ich komme nämlich zu sprechen auf den Gesetzesartikel 261. Der regelt im Strafgesetzbuch Rassendiskriminierung. Verständlicherweise haben wir dort nämlich verfasst, wenn man gegen Ethnie, Religion, Rasse hetzt, Gewalt aufruft, wird man verurteilt. Es ist also strafbar. Für all uns komplett haben wir den Gesetzesartikel 173 bis 177. Dort ist Beschimpfung, üble Nachrede, Verleumdung etc. alles geregelt, dass auch eine Einzelperson nicht irgendwo drankommt in der Gesellschaft oder, wenn es passiert, sich auf dem Rechtsweg dagegen kann wehren. Jetzt sind Organisationen gekommen, wie Pink Cross oder die Lesbenorganisation, die den Gesetzesartikel 261 ausweiten wollen. Nicht nur noch Religion, Rasse, Ethnie sollten geschützt werden, sondern auch die sexuelle Orientierung. Da frage ich mich, wofür das her? Was ist denn mit den dicken Menschen, mit den dünnen Menschen, mit den grossen, den kleinen, den starken und den schwachen? Müssen wir jetzt jede Einzelgruppe separat in unserem Gesetz verankern? Ich sage ganz klar, nein. Zweitens, in der Schweiz sind Anfindungen, sind Hassreden. Wenn man gegen jemanden hetzt, ist das nicht akzeptiert in der Gesellschaft. Im Gegenteil, es ist geächtet. Man will das nicht, man findet nicht eine breite Anhängerschaft, dass man etwas Grosses aufziehen in unserem Land. Das Zweite, noch nie ist eine Gesellschaft an zu viel Redefreiheit zerbrochen. Das hat es noch nie gegeben. Darum hört auf, die Redefreiheit immer einzuschränken, um politisch etwas durchzuboxen. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, mit der Gay Pride, mit schwulen Clubs, schwulen Bars und so weiter und so fort, leben die Homosexuellen als akzeptierte Gruppe in unserer Gesellschaft. Selbstverständlich gibt es einmal einen Vorfall, aber wie gesagt, es ist, kommt auch vor, dass einmal ein Dicker gemobbt wird oder dass einmal irgendein Schwächerer ausgenutzt wird. Wegen dem schreibt man diese Gruppe Menschen auch nicht separat in ein Gesetz. Es ist dazu auch degradierend für die Homosexuellen selber, weil mit dem Vorschlag, und zum Glück sind es nicht alle, es hat viele, die dagegen sind, aber mit dem Vorschlag degradiert man sich selber. Man stellt sich nämlich dar als schützenswerte, kleine Minderheit, die muss separat geschützt werden. Und das ist doch degradierend. Viele Homosexuelle sehen das zum Glück auch so wie ich. Ich möchte in der Schweiz nicht ein Pseudo-Gesetz. Es geht nämlich darum, dass man nicht mehr in Hassreden gegen homosexuelle Menschen hätte. Das Problem ist einfach, man kann nicht festlegen, wo fängt Hassrede an und wo hört sie auf. Das bedeutet, es führt zu einer absoluten Willkür. An einem Stammtisch einen Witz machen über Homosexuelle oder über eine andere Gruppe, was ab und zu vorkommt und alle können mitlachen, ist auf einmal eine Straftat. Und nicht einfach eine Bagatelle, bis zu 3 Jahre Gefängnis. Und dann müssen wir irgendwo aufhören als Gesellschaft und sagen, schaffen wir ein bisschen zusammen, schauen wir, dass es uns allen gut geht und jetzt müssen wir aufhören, einzelne Gruppierungen separat im Gesetz zu schützen. Wir sind geschützt mit anderen Gesetzesartikeln. Ich will wissen, was haltet ihr davon? Ich will wissen, seht ihr es richtig, dass man jetzt eine Gruppe separat im Gesetz verankert, was zur Gleichstellung beitragen soll? Oder seht ihr das eher kontraproduktiv? Wenn man eine Gruppe speziell behandelt, hat sie eventuell auch eine spezielle Behandlung in der Gesellschaft? Ich will das wissen von euch. Schreibt sie in die Kommentare.
Kommentar. Wir lesen es und ich sehe euch wieder, wenn es heisst, auf den Punkt mit mir und Jeff Verbotzi in einer Woche. Habt's gut und einen schönen Tag.